Hallo und what the fuck, herzlich willkommen. Ich. Nein, nicht so ein Feuerfuzzi schon wieder. Alter Mann! Ja, danke. Okay. Du hast hier ein paar Raben. Ich sehe zu, dass ich noch was finde. Ja, mach, bitte. Ich hätte hier Salze. Danke. Halt deine Mutter. Wo? Ha! Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Das war noch lange nicht alles. Wo auch sonst. Okay, okay, okay. Munition für den Karabiner. Kaufen wir mal ein bisschen mehr. Und für den Revolver haben wir alles. Danke. Ach, ein Schatz. Wie? Qualitätsarbeit. Ich finde schon was. Salze, wie sieht's aus? Gerne doch. Mann, die kann ich gut werfen. Ja, schon scheiße, wenn ich einen MG habe und der steht 2 cm vor mir. Kommt nicht gut. So, nachladen tue ich doch gerne. Wo ist er? Boah, ich wollte schon schießen. Mann, Elizabeth. Sag doch was. Hm? Ich habe gerade auf meinen zweiten Bildschirm geguckt, daher habe ich die nicht gesehen, die guten Leute. Kopf ab. Also, genug des Vorgeplänkels. In Ordnung. Ihr wahre Gegner ist ein Automatenexperte. Er will alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. In einem hat er recht. Es wären weniger Euler zu füttern.
Danke. Okay, okay, okay. Was? Wie? Hilf mir! Ah, da ist er. Ah, nerv! Danke. Puh. Geht auch die Muni gleich aus. Ich brauche muss dringend nochmal runter in den Automaten. Boah, ey. Leckt mich. Ich brauche definitiv mehr Munition. So. Wurde, hatte ich Zweifel, ob sie der Richtige sind für den Job. Immer doch. Aber jetzt kann ach, ein Schatz. Dass ich mich getäuscht habe. Spast. Ich bin nicht interessiert an ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Bitte woanders hinziehen. Schau an. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber das hatte ich auch noch nicht. Huch. Booker, da drüben ist eine Tür. Ne. Ich glaube, hier geht's runter. Gut, dann gehen wir halt da lang. So, mal schauen, wo der ist. Hui. Ups. Lecker Gehirn. Was? Chandlin, Zelle Nummer 9. Machst du auf? Ist ein Schloss aufzuknacken? Sieht einfach aus. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter stumpf machen. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Bitte. Dankeschön. Das hat aber jetzt gedauert, da. Komm schon. Hey, zack. Hier, Kopf ab. Oh, doch nicht. Na gut. Dann genick durch. Noch jemand? Salze. Und ein Voxophon. Oder? Nö, doch nicht. Diese Folter. Jetzt ist er. Sie behandeln sie wie Tiere. Scheiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten, ist das nicht grausam? Nö. Dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern, ist das nicht grausam? Er ist... Du hattest recht. Es war keine Gnade, ihn zu schonen. Schafft, in Wassermassen zu ertränken. Grausam.
Grausamkeit kann lehrreich sein. Und was ist Columbia anderes als die Schule des Herrn? Ach, laber nicht. Die labern so einen Scheißdreck. Das ist was für dich. Eine Sekunde. Hier ist es, oder? Ja, Nummer 9. Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Halt! Fink braucht keinen großen Grund. Oh. Anscheinend nicht. Versperrt. Sieht einfach aus. Dann mach mal bitte. Bitte sehr. Mann, die ist der Hammer. Oh. Keine Ahnung, wer das war, aber wir haben hier noch eine schöne Hose. So, jetzt aber. Der Wind ist ein Löwe, aber man kann mir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung, doch sie werden merken, dass sich ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, der Wind, nicht mit Hyänen. Jetzt geht das hier langsam in so Psychoanstalt-Terror zurück. Warte. Nee. Ich sehe wieder einmal grandios. Ihr seht wahrscheinlich auch echt viel. So. Ah. Nee. Zu spät. Verdammt. Fink. Das hat er gemeint. Alter, der sieht übel aus. Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elizabeth. Tod ist tot. Was? Was zum Teufel? Bitte wie? Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Comstock? Was wollt ihr von uns? Was sieht man hier? Aus diesem Winkel. Tod. Hört zu. Und so? Am Leben. Booker. Chen Lin. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Columbia. Ein andersartiges. Die gleiche Münze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Columbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Elizabeth, walte deines Amtes. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.